Die slowakische Hauptstadt Bratislava wird Sitz der künftigen Europäischen Arbeitsbehörde. Ihre Aufgabe ist es, Lohn- und Sozialdumping bei Arbeitnehmern im EU-Ausland zu unterbinden. Und 17 Millionen EU-Bürger arbeiten nach offiziellen Angaben in einem anderen Mitgliedstaat als ihrer Heimat. Darüber hinaus soll die Behörde schlichten, wenn Firmen Jobs von einem EU-Land in ein anderes verlagern.